Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Robocraft. Ich habe ja letzte Folge einen neuen Roboter gebaut. Der war ja jetzt nicht so der beste und ich habe ihn jetzt ein bisschen verbessert. So, ich habe jetzt das Megageschütz weggenommen, weil ein Megageschütz, glaube ich, bringt jetzt nicht so viel. Besonders, weil die anderen Geschütze dabei nicht mitschießen können. Das hat mich halt gestört. Also war es mehr oder weniger eine Fehlinvestition erstmal. So, ich habe ja jetzt eine Mischung gemacht, das kann man schlecht sehen. Mit Rädern vorne und Ketten hinten. Ich habe mal so rumgetestet und das war eigentlich bis jetzt am besten, weil die Kettendinger halten bedeutend mehr aus als die Räder. Und so, ich glaube, so hat man von beiden das Beste heraus. Ja, so beide kombiniert. Ich weiß, ich muss halt noch genauer testen, ob sich das wirklich so ergibt. Aber bis jetzt, die ersten Fahrten haben sich gut angefühlt. Ich habe nur bis jetzt eine Runde gespielt. Und der Roboter war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist etwas zu leise geraten. Sollte es so sein, dann werde ich das auf jeden Fall nächstes Mal besser machen. Na. Sollte das gleiche machen wie ich. Na. Gut. So, jetzt tun wir den Mittleren einnehmen. Ah, sorry, ich hab den umgeschubst. Ah, diese komischen Ruckler sind wieder da. Letzte Aufnahme war es nicht da. Komisch. Ramm mich weg, natürlich, danke. Wahrscheinlich wollte ich rechnen, weil ich den vorhin so ganz leicht angestupst habe. Versehentlich. Den kriege ich, das ist meiner. Ah. Was sehe ich so alles freigeschaltet haben? Ich natürlich nicht. Ja, jetzt werde ich beschossen. Gesetzt. Und gehört uns jetzt. Haben wir jetzt. Ah, wir haben alle. Reicht bei uns. Ah, ich muss abfahren. Ah, der hat meine Reparatur natürlich gestoppt. Ah, doch nicht. Ah, den krieg ich. Ich hab den kaputt gemacht, obwohl ich halb zerstört bin. Ah, ich werde repariert von hinten. Ich fahre wie ein Geisteskranker weg. Ah, er hat mich verbrannt. Das habe ich leider nicht mitbekommen, dass er hinter mir am Reparieren war. Sonst wäre ich nicht wie ein Geisteskranker weggefahren. Mal gucken. War das der? Nee. Was? Nee, eigentlich nicht. Ja, egal wer es war. So. Der ist under attack, aber da sind drei, die nehmen, die machen das schon. Ah, da bin ich ein bisschen zu dick, um da durchzufahren. Komm, was? Die sollen mal. Ach, natürlich. Komm, ich mach mal die erste Reihe hier weg. Da ist die Reihe. Ach, egal.
Ist jetzt habe ich ein bisschen kaputt gemacht. Der Roboter sieht auch interessant aus. Er ist sehr einfach gebaut. Er ist eigentlich auch sehr einfach gebaut. Aber die meisten bauen solche Roboter. Hä? Was? Lol? Was passiert hier? Hallo? Da ist ein Bug. Kann aber nie nehmen, so schnell rückwärts fahren. Ich habe nicht mal S-Taste gedrückt. Ja, das ist irgendwie so ein komischer Bug. Mach jetzt respawn. Das war die Tastatur los. Ich hätte auch F drücken können, vielleicht hätte es mich gerettet, aber egal. Ah, mein Team gewinnt hier eh. Ich glaube, wenn ich respawned bin, schaffe ich nicht mal die Hälfte des Weges. So. Jetzt ist alles okay. Keine Ahnung, ich wurde wie ein Magnet einfach da nach hinten gezogen. Komische. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch so mal was gehabt habt. Ich hatte das noch nie so gehabt. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht reden. Letzter Zeit. Kaum 2 Wochen Let's Play, da weiß man nicht, was man sagen soll. Das Reden fällt einem schwer. Naja. So ist das halt. Komm. GG. Ah, ich war jetzt diese Runde definitiv nicht der Beste. Guck mal, der hat 12.000, ich habe nur 4.000 Schaden gemacht. Aber mal gucken, Score, von Score her. Ah. Ich glaube, ich so mehr oder weniger im Mittelfeld. Ja. Wenn mein Gegnerteam guckt, auf jeden Fall. Normalerweise war es so, ich habe immer solche Mates bekommen, wie die hier. Aber jetzt habe ich anscheinend wieder Glück. Gut, ich würde mal sagen, weil die letzte Folge relativ lang war, werde ich jetzt diese Folge ein bisschen kürzer halten. So. Gut. Da ist halt mein Roboter. Da halt die Schilder. Hier ein Rad. Schön so außenrum geschützt. Da die Ketten, auch so ein bisschen außenrum geschützt. Ja, könnt gerne Kommentare schreiben. Wenn man so guckt, ich habe jetzt kaum CPU, also ich kann noch ein paar Blöcke setzen und dann habe ich schon ein Limit erreicht. Und ja, darum habe ich hier, das Stück gefällt mir nicht so ganz. Warte, ich nehme mal hier einen Block, sonst sieht das doch scheiße aus. Aber sonst bin ich eigentlich halbwegs zufrieden. Also schon jetzt besser als der Roboter davor. Also nicht den neuen davor, sondern den, den ich komplett gelöscht habe letzte Folge. Das ist auf jeden Fall besser. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.